Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Create Sports, Ihrem Hockeyausstatter. Philipp, 1:4 gegen Mannheim. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, war ein sehr hartes Spiel. Wir wissen, Mannheim ist eine super starke Mannschaft und kommt sehr hart. Und müssen wir teilweise einfach ein bisschen einfacher spielen, nicht so ganz kompliziert, einfach simpel halten und dann ein bisschen mehr im System spielen. Und Chancen waren auch ein paar da, müssen wir auch ein bisschen mehr nutzen. Vorne ein bisschen stärker werden und dann wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Ihr seid 1:0 in Führung gegangen. Im ersten Drittel sah es auch so aus, dass es eigentlich ein offenes Spiel ist. Im zweiten Drittel hatte man so den Eindruck, ihr habt ein bisschen den Mut verloren, oder? Ja, ich glaube nicht den Mut. Ich glaube einfach, wir haben ein bisschen anderes Spiel gespielt, was wir im ersten Drittel gespielt haben. Wir haben nicht mehr das gespielt, was wir spielen wollten. Und das hat uns dann letztendlich doch ziemlich getroffen. Ja. Jetzt ist Mannheim nicht unbedingt der Gegner, den man schlagen muss, um die Pre-Playoffs zu erreichen. Aber was kann man aus so einem Spiel noch mitnehmen? Ja, ich meine, wenn man ein gutes Eishockey spielen will und dann oben mitspielen will und die Playoffs erreichen möchte, dann muss man gegen jede Mannschaft irgendwo mitspielen können. Und das haben wir heute nicht ganz geschafft. Und ja, wir müssen einfach lernen, in solchen Spielen, in solchen Situationen, wo es wirklich hart wird, einfach zu spielen. Noch eine Frage zu Tim Stützler, der ja als Riesentalent momentan gilt. Wenn man das so sieht, vor ein paar Jahren war es noch so, da wurden die 18-Jährigen, 19-Jährigen bis 22 in der Oberliga versteckt. Jetzt kriegen sie Eiszeit in der DL. Also was, ja klar, was man befürworten muss, natürlich ganz klar. Aber was du dich für deine Zeit auch gewünscht hättest? Ja, ich meine, klar, absolut. Ich meine, natürlich auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Top-Spieler, der macht seine Arbeit super, ein super Talent, arbeitet hart und ich glaube, mit Pavel hat er da einen guten Trainer gefunden. Und ja, natürlich, es wird besser und besser, habe ich das Gefühl. Alles klar, danke dir, vielen Dank. Tim, ihr habt 4-1 gewonnen in Krefeld. Fass mal das Spiel für dich aus deiner Sicht zusammen. Ja, ich denke, wir haben über 60 Minuten konstant 5 gegen 5 sehr gut gespielt. Auch vor allem auch Unterzahl, gute Schüsse geblockt, viele Schüsse geblockt. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall verdient gewonnen und ja, über 60 Minuten gut, offensiv sowie defensiv auch gespielt. Ja, das war so der allgemeine Eindruck. Die ersten 20 Minuten konnte Krefeld mithalten, da war es ein bisschen offener gestaltet. Und ab dem 1:1 brach das irgendwie so ein bisschen zusammen. Ihr habt die Überhand gewonnen, ne? Ja, ich denke schon. Also vor allem auch, dass wir auch 5 gegen 5 immer weiter Druck machen. Und vor allem, ich denke auch, dass es Unterzahlspiel, wo wir eineinhalb Minuten bei denen im Drittel im Unterzahl gespielt haben, das auch ein Wendepunkt noch war vom Spiel und ja, wir auf jeden Fall gut gespielt haben. Ja, eine Frage zu dir. Du hast heute in Krefeld gespielt, logisch. Irgendwas Besonderes für dich? Ja, ich denke schon. Vor allem, wenn man vor vielen Freunden, viel Familie spielt. Aber ich denke, ich habe es einfach auch versucht auszublenden. Und ja, wir haben ein gutes Spiel gespielt und das ist wichtig so. Geht es so einfach auszublenden? Vor allem auch, ich meine, auf der Tribüne saßen auch Scouts von Philadelphia. Ja, ich denke schon. Bei jedem Spiel werden Scouts da sein, das ist mir bewusst. Das weiß ich auch. Aber ich versuche mich einfach jetzt noch auf mein Spiel zu konzentrieren und ja, mein Bestes Hockey zu spielen. Alles klar, danke dir.